Ja, hallo Andi. Es ist mir eine große Freude, heute mit dir über Learn Handball sprechen zu können. Und ich bin da sehr glücklich darüber, dass wir als Verband eine Kooperation mit Learn Handball eingehen werden, die uns hoffentlich allen weiterhilft. Und ja, deshalb freue ich mich und würde natürlich erstmal gerne wissen, wer steckt eigentlich tatsächlich hinter Learn Handball und was war euer Grund dafür, diese App dann auch zu entwickeln? Ja, vielen Dank, Christian. Ich freue mich auch, dass wir uns jetzt mal so sehen. In Corona-Zeiten ist es halt so, aber ja, da haben wir uns ja daran gewöhnt. Learn Handball ist eigentlich ins Leben gerufen worden von Beate Mürol, mein ehemaliger Mitspieler und sehr guter Freund. Er hat mit dem schon relativ früh begonnen, das ganze System aufzubauen, hat mich dann gefragt, ob ich dabei sein will. Ja, war dann auch begeistert von Anfang an. Sein Bruder ist noch dabei, noch ein vierter Kumpel. Und wir machen es eigentlich zusammen. Und die Intention dahinter war eigentlich klar, dass wir den Breitensport fördern möchten, dass wir den Kinderhandball fördern möchten. Zudem ist das, ja, wir möchten etwas Zeitgemäßes, also Digitales, ins Leben rufen, was die Ausbildung der Trainerinnen und Trainer unterstützt und somit dann auch natürlich auf die Kinder zielt. Ja, das klingt super. Und was kann denn diese App? Also es gibt ja viele Apps mittlerweile auf dem Markt, aber was kann diese App und für wen meinst du, ist sie interessant? Die App kann vieles. Die App hat über 600 Videos. Jede Übung ist mit einem Video unterstützt. Es gibt einen vorgefertigten Trainingsplan, den man eigentlich ein Jahr lang folgen kann, unterteilt oder aufgeteilt in die Alterskategorien. Man kann die Trainingspläne selber bearbeiten. Das ist ganz wichtig. Also wir reden immer ein bisschen von Inspiration und Organisation. Also Inspiration für die Trainerinnen und Trainer, für die Jugendlichen dann auch. Und Organisation, dass man eigentlich wirklich einen Überblick hat, was möchte man mit seiner Mannschaft trainieren. Und das ist natürlich geeignet für alle Trainerinnen und alle Trainer. Wir sind vor allem im Alter von 6 bis 16. Also wir haben Übungen für 6 bis 16-Jährige, aber es gibt natürlich auch aktive Mannschaften, die Übungen nutzen können. Das sehe ich auch bei uns im Verein. Also wir machen ja eigentlich immer noch Übungen, die wir auch schon bei den Jugendmannschaften gemacht haben. Handball lässt sich ja nicht neu erfinden und deswegen ist es eigentlich, sprechen wir eigentlich die breite Palette an und da zielt unsere App hin. Okay, also wenn ich das richtig verstehe, ist Learn Handball natürlich schon für den einzelnen Trainer extrem hilfreich, aber kann dann, wenn es im Gesamtverein eingesetzt wird, dann so die volle Wirksamkeit auch entwickeln, weil sie die Arbeit der Trainer in einem Verein auch vernetzen kann, und sozusagen einen roten Faden entwickelt. Das ist richtig so, ja? Ja, absolut. Und es ist ja auch, ja, für uns ist auch mega spannend, dass wir mit dem THV eine Vereinbarung eingegangen sind. Es ist für uns wichtig, auch solche starken Partner an der Seite zu haben. Jetzt interessiert mich ein bisschen, wie wollt ihr dann die App einsetzen bei euch im Verband? Ja, also wir haben in den letzten Jahren ganz viel so in Strukturen und ja, in das Drumherum investiert so ein bisschen. Wir haben in der Geschäftsstelle, in unserem Kerngeschäftsbereich, im Spielbetrieb, aber dann auch im jungen Engagement und in vielen anderen Bereichen versucht, Gas zu geben und unseren Verband neu aufzustellen. Und das haben wir natürlich auch im Nachwuchsleistungssport und in der Trainerausbildung gemacht. Und in der Trainerausbildung haben wir eine Kinderhandballausbildung neu aufgesetzt. Wir haben die C-Lizenz modularisiert. Das heißt, wir können also in verschiedenen Modulen dort arbeiten und das ist einfach ein bisschen angenehmer für die Trainer. Und ja, was Learn Handball angeht, da ist das für uns einfach enorm wichtig, vor allem im Kinder- und Jugendbereich gut ausgebildete Trainer zu haben. Das ist sicherlich eine Binsenweisheit, aber das ist nun mal die Basis von allem. Und unsere Trainer müssen auch immer irgendwo auf einem aktuellen Wissensstand bleiben. Und dann wollen wir so natürlich das Niveau unserer Ligen und Auswahlmannschaften dann dauerhaft steigern. Und deshalb haben wir unsere Trainer-Aus- und Weiterbildung modernisiert und wollen das noch weiter modernisieren, indem wir auch digitalisieren.
Und da ist das Thema natürlich Learn Handball ein ganz wichtiger Punkt. Nicht der einzige, aber ein ganz wichtiger Punkt, den wir dort setzen wollen, um eben unseren Trainern was an die Hand zu geben für die Planung und die Durchführung vom Training, damit das dann auch auf digitalen Endgeräten jederzeit abrufbar ist. Und da sehen wir einfach den großen Vorteil, also Traineraus- und Weiterbildung und natürlich auch in der Breite auch für die nicht ausgebildeten Trainer ein Modul an die Hand zu geben, womit die super arbeiten können. Ja, top. Ja. Habt ihr da Erfahrungen schon gesammelt, so international oder auf dem deutschen Markt zumindest, wie das so ankommt? Wir haben eigentlich in drei Ländern bis jetzt Erfahrungen gesammelt. Also eine ist Norwegen natürlich, das Ursprungsland, wo Bjarte da auch begonnen hat. Dann sind bereits 30-40% der Vereine, die eigentlich Learn Handball täglich nutzen. Ja. In der Schweiz haben wir auch begonnen, da sind es fast 50%. Klar, die Schweiz ist ein kleiner Verband, aber das sind fast 50% der Vereine, die, okay, die aktiv wirklich Learn Handball nutzen. Und in Deutschland können wir so sagen, das sind bis jetzt 3.500 User, die die App runtergeladen haben. Also wir sind da immer noch am Anfang. Eigentlich ist es natürlich speziell, dieses Corona-Jahr war natürlich nicht gerade das beste Einstiegsjahr für uns, aber wir haben ja auch gewisse Bereiche, die man zu Hause machen kann. Also der Trainer oder die Trainerin hat die Möglichkeit, gewisse Übungen auch den Kindern nach Hause zu schicken und dass man zu Hause seine Handballfertigkeiten ein bisschen verbessert. Und ja, deswegen wollen wir jetzt voll durchstarten. Deshalb ist es wirklich, ich wiederhole mich, super, so einen Partner wie euch an der Seite zu haben. Wir sind der Meinung, dass man Wissen teilen soll. Und der Handballsport ist zu klein, um irgendwelche Sachen für sich zu behalten. Und deswegen ist so eine Partnerschaft natürlich Gold wert. Ja, ja. Wo können denn interessierte Trainer und Trainerinnen dann weitere Informationen finden über Learn Handball? Ja gut, das Einfachste ist, man geht auf learnhandball.com, holt sich da ein Probeabo, testet das aus für seinen Verein oder für sich selber. Oder bei Interesse jetzt auch vielleicht, dass man uns einfach eine E-Mail schreibt. Germany, also in Englisch germany@learnhandball.com. Da kann man uns eine E-Mail schreiben. Wir werden dann den Verein oder die jeweilige Person direkt kontaktieren. Die E-Mail geht auch an mich. Und dann werden wir uns sofort in Verbindung setzen. Oder natürlich auch über euch, über jetzt diese Partnerschaft, dass die Vereine sich bei dir oder bei euch beim THV melden und dass wir da zusammen was auf die Beine stellen. Genau, wir wollen ja in den nächsten Wochen auch versuchen, die Vereine dort in solchen Videokonferenzen, wie wir es jetzt heute hier auch so ähnlich haben, mal zusammenzubringen, damit ihr dann auch aktiv vorstellen könnt, wie die App funktioniert und dort euch austauschen könnt, auch direkt mit den Thüringer Handballvereinen. Das ist uns ganz wichtig. Super, perfekt. Ja, Andi, dann war es das für heute schon. Ich hoffe natürlich, dass möglichst viele Trainer, Kollegen und Kolleginnen Learn Handball nutzen werden. Und dann hat sich die Kooperation für uns schon gelohnt. Ne? Super, das kriegen wir hin. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Christian. Andi, das wünsche ich dir auch. Bis bald. Tschüss. Ja, tschüss.